Spezialitäten aus aller Welt erwarten Sie. Sehr geehrte Kunden, Treffpunkt der Gourmets ist unsere Lebensmittelabteilung. Greifen Sie zu. Mein Morgenmuffel, Kaffee. Gerne, ja. Belegtes Brötchen oder ein Croissant? Ja. Ist ja ein wahres Vergnügen, sich mit dir zu unterhalten. 24 für 1. Die Chefetage hat Sehnsucht nach dir. Ja, 24 für 1, bitte. Extra stark. Oh, danke, Lotti. Das ist dein wahrer Schatz. Dringend. 24 für 1. Sag mal, willst du nicht nach oben gehen? Ja, gleich. Ich habe erst mal ein Rendezvous am Kühlregal. Na, da hol dir mal keine kalten Füße. Sehr geehrte Kunden, Treffpunkt der Gourmets ist unsere Lebensmittelabteilung. Spezialitäten aus aller Welt erwarten Sie. Die Gelegenheit ist günstig, greifen Sie zu. So war das aber nicht gemeint, mit dem Zugreifen. Wie bitte? Machen Sie das öfter? Was mache ich öfter? Na, klauen. Was reden Sie da? Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Kann ich nicht, das ist mein Job. Frauen zu belästigen? Leider, wenn man es so betrachtet. Kaltenbach, Hausdetektiv. Was Sie da betrachten, gehört ganz alleine mir. Hübsch. Aber trotzdem ist da was drunter, was da nicht hingehört. Na los, geben Sie es schon her. Oder ziehen Sie eine Leibesvisitation vor? Oh, und dann gleich Kaviar. Was sind Sie denn vom Beruf? Biologiestudentin. Ach, und da wollen Sie die Eier vom Stör gleich mal näher untersuchen, ne? Ich wollte wissen, wie sowas schmeckt. Das Zeug hat einen ganz bitteren Nachgeschmack, wenn man dafür vorgestraft wird. Also, wie gesagt, machen Sie das öfter. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass das das erste Mal war? Sie werden es nicht glauben. Ich glaube Ihnen sogar. Denn wenn Sie Profi werden, dann hätten Sie echten Kaviar genommen und nicht Ersatz. Zeigen Sie mich jetzt an? Hätten Sie einen besseren Vorschlag? Können Sie nicht ein Auge zudrücken? Bitte. Das erste und das letzte Mal? Großes biologisches Ehrenwort. Dann legen Sie die Hand auf den Kaviar und schwören Sie. Ich schwöre. Und ich schwöre Ihnen, dass ich das nicht ein zweites Mal durchgehen lasse. Dann stellen Sie ihn zurück in 3 Jahre. 24 für 1. 24 für 1. Dringend. Sag mal, hast du die etwa laufen lassen? Du, das war bloß ein kleiner Ausrutscher. Und ziemlich hübscher so, ja. Die Welt ist voll von Hässlichkeiten. Da sollte man die paar schönen Dinge, die es noch gibt, nicht ohne aus dem Verkehr ziehen. Ne? Was ist denn mit diesem Kaltenbach? Weiß ich auch nicht. Er ist schon zweimal ausgerufen worden. Dann lassen Sie ihn eben nochmal ausrufen. Jawohl, Herr Direktor. Ich fliege. Ach, wenn das so weitergeht, werden in diesem Laden noch einige mehr fliegen. Wo
Na los, beeil dich, du auch, Oliver. So, zeig mal, was du halt da hast. Mike. Ja. Na, du mach mal nicht hier. Hier mal ein bisschen Entdeckung. Muss ja nicht gleich jeder sehen. So, dann kommen wir alle zusammen, Jungs. Das ist der allerbeste, sag ich. Genau. Oh. Mensch, den zeigen wir es. Wem? Bei der ganzen Oranien-Clique. Wir müssen unseren Stützpunkt zurückerobern. Und vergesst nicht, dass die meine Schwester angemacht haben. Das dürfen die nicht nochmal probieren. Ist das klar? Also? Müssen wir sie einschüchtern. Genau. Uns fehlt noch was. Und du weißt, was du zu besorgen hast. Ist das klar? Ja. Und vermassel es nicht. Schlag ein. Alles klar. Ja, richtig. 50 Flaschen. Nein, die Canapés reichen noch. Das heißt, Sie könnten ein paar mitschicken zur Reserve. Ja, und die Rechnung wie immer auf Galerie Gammendorf. Hm? Hier ist der Anruf. Entschuldigung, Frau Gammendorf, gehen die Blumen auf Lieferschein? Augenblick. Hallo, Oliver, mein Schatz, Mami hier. Du, hör mal zu. Du weißt doch, dass ich heute Abend nicht nach Hause kommen kann und Papa hat leider auch einen Termin. Kannst du mich bitte anrufen, wenn du aus der Schule kommst? Ich bin den ganzen Tag über hier in der Galerie zu erreichen. Und vergiss deine Hausaufgaben nicht. Wenn du damit fertig bist, darfst du fernsehen. Hm? Ciao. Ja, Gammendorf? Hallo, hier ist Silvia. Ich wollte dich an heute Abend erinnern. Was ist heute Abend? Vergiss es bitte nicht, heute ist Elternabend. Ja, und? Ich habe dich doch ausdrücklich gebeten, für mich dahin zu gehen. Und warum gehst du nicht hin? Hast du vergessen, dass ich heute meine Ausstellung eröffne? Wo ist denn der Tag danach? Der ist noch nicht ausgepackt. Na dann raus damit. Hör mal, Gero, tu mir den Gefallen und geh du zum Elternabend. Das ist sehr wichtig für den Jungen. Unmöglich. Ich habe einen wichtigen Termin. Wie immer. Hör zu. Hier im Hause wird seit Monaten geklaut, dass sich die Balken biegen. Der Aufsichtsrat hat mich im Visier. Wenn es mir nicht gelingt, den Schwund innerhalb kürzester Zeit auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, kann ich meinen Hut nehmen. Dann kannst du deine Bilder im Supermarkt aushängen. Oh, soll ich vielleicht später wiederkommen, Herr Direktor? Nein, nein, bleiben Sie. Silvia? Hallo. Nehmen Sie Platz. Ich habe hier die neuesten Zahlen. Ja? Der Schwund liegt fast 10% über dem branchenüblichen Durchschnitt. Ach. Wie erklären Sie sich das, Herr Kaltenbach? Tja, vielleicht ist unser Angebot ein bisschen attraktiver als das von der Konkurrenz, oder? Sie sind ja als Detektiv engagiert, nicht als Komiker. Man sagt, dass Sie Waren, die wir laufen lassen. Mann? Wenn Sie wollen, lasse ich auf der Stelle ein halbes Dutzend Zeugen aufmarschieren. Na ja, hin und wieder lasse ich schon so ein armes Würstchen laufen. Wer sich an fremdem Eigentum vergreift, ist kein armes Würstchen, Herr Kaltenbach. Sie können mir glauben, Herr Gammendorf, dass ich sehr wohl Profis von Amateuren zu unterscheiden weiß und wegen einer Büchse falschen Kaviar für 1,98 Mark, da mache ich keinen zum Kriminellen. Ihre Philosophie in allen Ehren. Aber die mildtätige Art, mit Ihrer Klientel umzugehen, gefällt mir ganz und gar nicht. Ab sofort wird jeder Diebstahl zur Anzeige gebracht, ausnahmslos. Auch die sogenannten Lappalien, haben Sie mich verstanden? Andernfalls bin ich gezwungen... Ich weiß, fristlos. Wir verstehen uns also. Nicht unbedingt, aber ich weiß, was Sie meinen. Ich erwarte Erfolgsmeldungen, Herr Kaltenbach. Und sagen Sie, Frau Brettschneider, Sie sollen mich noch mal mit meiner Frau verbinden. Empfehlung an Frau Jemale. Brettschneider, wo bleibt denn das Gespräch mit meiner Frau? Er ist andauernd besetzt. Ich bin schon spät dran, sitze mit dem Aufsichtsrat. Wenn Ihre Frau anruft, soll ich was ausrichten? Ja, sagen Sie ihr bitte. Ach nein, es hat Zeit bis morgen. Halten Sie die Stellung, Frau Brettschneider.
Und noch eins. Ich habe verfügt, dass ab sofort jeder Ladendiebstahl angezeigt wird. Und zwar ausnahmslos. In meiner Abwesenheit sind Sie mir dafür verantwortlich. Jawohl, Herr Direktor. Hallo, Sportsfreund. Hey, was ist denn? Lassen Sie mich los. Was wollen Sie denn überhaupt? Das Ding, was du da eben geklaut hast. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Nein? Das hier meine ich. Das ist meine. Ach, hättest du wohl gerne, was? Du, hör mal. Hilfe, ich werde dir beklaut. Ach du lieber Gott, das ist eine ganz neue Masche. Wo hast du denn die? Aber das hilft auch nicht weiter. Komm mal mit, komm. Da rüber zum Ausgang, komm. Frau Brettschneider, hier ist Frau Meiser vom Spielzeug. Wir hatten wieder einen Diebstahl. Eine Plastikpistole. Setz dich. Bist du Gucker? Hm? Kannst du eine Berliner Weise mit Schuss kriegen? Wie heißt du denn? Oliver. Und weiter? Wie alt bist du denn? Wo lässt du doch hier heim? 14. Und wo wohnst du? Hä? Was glaubst du, wie lange die Polizei braucht, um deine Adresse rauszukriegen? Werden Sie jetzt die Bullen rufen? Du, ich werde nicht nur. Ich muss hier. Hat dein Taschengeld für das Ding hier nicht erreicht? Doch. Warum klaust du denn dann? Ja? Was ist denn dein Vater vom Beruf? Ich werde dir was sagen. Deine Eltern sind beide berufstätig, ne? Woher wissen sie denn das? Und dazu muss man kein Hellseher sein. Und dass sie gut verdienen, sehe ich an deinen Klamotten. Mann, Sie sind ja ein richtiger Spitzenschnüffler. Mein Name ist Kaltenbach. Und wie ist nur deiner? Wenn ich verspreche, dass ich es nie wieder mache, lassen Sie mich dann gehen? Hast du denn schon mal... Nur sei mal ehrlich. Naja, aber das war das letzte Mal, ich schwör's. Gut, Mr. Unbekannt. Wir machen einen Deal, ja? Ich lasse die Polizei raus. Versprochen? Versprochen. Und du sagst mir dann deine Adresse, dann kannst du nach Hause gehen. Mit deinen Eltern rede ich ein paar Tage später. Muss das sein? Da kriege ich aber Zoff. Wenn ich dich der Polizei übergebe, kriegst du noch mehr Zoff. Ja, besonders mit meinen Kumpels. Ach, ihr arbeitet in einer Clique? Wie heißen die denn? Ah, verrätst du auch nicht, ne? Blutsbrüderschaft, ah? Ich verrate dir was, Kumpel. Ein Griff in deinen Rucksack und das Geheimnis von Mr. Unbekannt ist gelüftet. Okay, ich wohne Platanenweg 17. Und dein Familienname? Bitte, meine Herrschaften. Das ist Herr Kaltenbach, unser Hausdetektiv. Das ist aber fies, Mann. Moment, Moment. Sagen Sie mal, was soll denn das? Ist das der Junge? Ja, Augenblick mal. Wer hat Sie überhaupt gerufen? Ich. Wenn Sie nichts dagegen haben. Das sind ja ganz neue Methoden. Wie kommen Sie denn dazu, sich in meine Kompetenzen einzumischen? Order vom Chef. Seit wann? Seit heute. Ich trage persönlich die Verantwortung. Och. Ich schlage vor, Sie regeln Ihre persönlichen Differenzen später. Was ist denn überhaupt entwendet worden? Nichts. Ach, und das da? Ist das vielleicht Ihre Dienstwaffe, Herr Kaltenbach? Das da? Das ist... Geben Sie sich keine Mühe. Frau Meiser vom Spielwarenlager kann genau bezeugen, dass dieses Früchtchen die Pistole geklaut hat.
Also, was ist denn nun? Wollen Sie Anzeige erstatten oder nicht? Nein. Ja. Hä? Na, also was denn nun? Ich würde sagen, wir überstellen ihn erst einmal den Eltern. Unabhängig davon, ob sie nun Anzeige erstatten oder nicht. Ein Protokoll müssen wir auf jeden Fall aufnehmen. Sie können die Anzeige ja morgen nachreichen. So. Und, wie heißt du? Oliver. Na dann mal los. Oliver. Gratuliere. Jetzt haben Sie für 19,50 Mark einem Kind und seinen Eltern ordentlich was eingebrockt. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ja. Dieser Satz hat auf unserer Welt wohl schon das meiste Unheil angerichtet. Mahlzeit. Gott, nee, normal. Schlechte Laune? Ach. Sag mal, willst du noch was, bevor ich dicht mache? Nee. Reinhold, in einer Viertelstunde ist Feierabend. Ich lade da zum Italiener ein. Was hältst du davon? Hast du hier Wurzeln? Nö, ist einfach so. Wie, so? Na so. Na so. Na so wieder nicht. Wer ist es denn? Die Polizei. Die Polizei? Gabendorf? Nein, das muss ich in meinen Irrtum haben. Das ist völlig ausgeschlossen. Ja, ja, das ist richtig. Mein Sohn heißt Oliver. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass... Ja, das ist richtig. Nein, bitte nicht hierher. Ich bin in 20 Minuten zu Hause. Ja. Was Unangenehmes? Nein, nein. Ich muss nur noch mal weg. Jetzt? Wo die Gäste jeden Moment kommen? Was soll ich denen sagen, wenn die nach ihnen fragen? Das weiß ich auch nicht. Ich rufe sie später an. Ach, die haben hier so viele leckere Sachen. Ich kann mich immer hier entscheiden. Wonach ist dir denn? Danke. Reinhold. Was möchtest du essen? Eine Bockwurst. Wir sitzen hier in einem italienischen Restaurant, falls dir das schon aufgefallen ist. Na schön, dann nehme ich eben Mortadella Boccherini. Was ist denn das? Bockwurst auf Italienisch. Reinhold, du hast mir doch versprochen, Beruf Beruf sein zu lassen und mit mir unbeschwert Italienisch zu schwelgen. Hm. Die Geschichte mit dem Jungen geht dir nicht aus dem Kopf, nicht? Weil ich weiß, wie einem zumut ist, wenn man von jemandem verraten wird, dem man vertraut hat. Aber du hast ja die Polizei nicht gerufen. Das war doch die Brettschneider. Ich habe dem Jungen mein Wort gegeben. Kinder müssen sich auf das Wort von Erwachsenen verlassen können. Sonst fassen sie nie Vertrauen. Bleiben ewig misstrauisch. Hm. Was willst du nun machen? Muss das irgendwie gerade biegen. Ich werde mit seinen Eltern reden und versuchen... Ich habe ihm noch versprochen, dass ich... Und was man versprochen hat, das muss man auch halten. Und deshalb guckst du jetzt mal ganz schnell in die Speisekarte. Prost. Und so deine weiße Schale. So, dann hol mal dein Fahrrad. Dir mal den Strampel Rolls-Royce an. Vom Feinsten. Und dann klaut der Junge für 19,50, du. Du, der haut ab. Oliver! City 14 für City 1. Bitte kommen. Gabendorf? Mein Gott, das darf doch alles nicht wahr sein. Selbstverständlich rufe ich Sie an, wenn er hier auftaucht. Ja, ich bleibe zu Hause. Was denn? Ist deine Vernissage schon zu Ende? Es ist was passiert. Was denn?
Oliver ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Er ist abgehauen. Eben hat die Polizei angerufen. Was hat denn die Polizei damit zu tun? Man hat Oliver heute Nachmittag beim Ladendiebstahl ertappt. Das ist nicht wahr. Doch. Und es kommt noch schlimmer. Weißt du, wo er geklaut hat? In deinem Laden. Aber warum ist er denn dann abgehauen? Na, warum wohl? Aus Angst. Vor wem? Vor mir jedenfalls nicht. Danke. Warst du nicht mal bei der Kripo? Über 20 Jahre. Und warum hast du da aufgehört? Das ist eine Geschichte, über die ich nicht so gern rede. Musst du ja nicht. Wenn du nicht willst. Ich gehörte damals zum Dezernat Raubdiebstahl. Eines Nachts war ich mit einem Kollegen auf Streife. In Westend sahen wir durch Zufall, wie zwei Männer in eine bekannte Villa einsteigen wollten. Die hatten es wahrscheinlich auf Kunstgegenstände und Schmuck im Haus abgesehen. Wir haben die beiden angerufen, wie es Vorschrift ist, und als sie flüchten wollten, haben wir ihnen klar gemacht, dass sie keine Chance hätten zu entkommen. Plötzlich hatte der eine Pistole in der Hand. Haben die auf euch geschossen? Nein. Er hat sich die Waffe an die Schläfe gesetzt und abgedrückt. War sofort tot. Er war erst 16 Jahre alt. Der Sohn eines angesehenen Geschäftsmannes. Und immer wenn ich einen jungen Menschen sehe, der Interesse an so einem Schießeisen hat, dann... Dann kommt die alte Geschichte wieder an dir hoch, ne? Verstehe. Nichts verstehst du! Ich bin an allem schuld, das willst du mir also damit sagen, ja? Du hast dich um den Jungen einfach zu wenig gekümmert. Das kannst du mir wirklich nicht vorwerfen. Ich war nämlich immer für ihn da. Wenn du nicht gerade in der verdammten Galerie warst. Ja, und du? Wo warst du denn in den letzten Jahren, ne? Ich habe dafür gesorgt, dass ihr in Sicherheit und Wohlstand leben könnt. Ach ja. Weißt du was? Das allein macht das Leben nicht interessant. Auf so ein Leben pfeife ich. So? Bis jetzt hatte ich aber nicht den Eindruck, als ob dir unser Wohlstand und deine Sicherheit egal gewesen wären. Deine Galerie habe schließlich ich dir ermöglicht und bis zum heutigen Tage finanziert. Ja. Und dafür bin ich dir auch dankbar, bis über den Tod hinaus. Auf Ihre Karriere, Herr Gabbendorf, und das wunderbare Leben mit Ihnen. Sehr enttäuscht, wenn ich dich nicht zu mir rauf bitte. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet, Herr Kaltenbach. Danke für den Abend. Komm gut nach Hause. Gute Nacht, Reinhold. Und mach dir wegen des Jungen keine Sorgen. Wenn du nicht schlafen kannst, ruf mich an. Jederzeit. Bin immer für dich da. Herr Kaltenbach, lange wird's nicht mehr mit deiner Freiheit. Alles in der Welt konnte das passieren. Haben Sie meinen Sohn denn nicht erkannt? Na, woher denn? Und wer ist das? Bitte schön. Ihr Sohn. Aber da ist er doch höchstens 6 oder 7. Der von gestern war 14. Ich meine, aufgrund der Vererbung ist eine gewisse Ähnlichkeit schon vorhanden. Ja, aber Sie finden das wohl komisch? Wenn Sie gestatten, ja. Das wurde ein Schuss nach hinten los, Jan. Und der trifft Sie, mein Lieber. Sie sind entlassen. Fristlos. Auf die Begründung bin ich allerdings gespannt. Mangelhafte Erfüllung Ihrer Pflichten. Die detaillierte Begründung geht Ihnen schriftlich zu. Leben Sie wohl, Herr Kaltenbach. Augenblick. Jetzt wollen wir doch mal was klarstellen. Ja? Es ist nicht mein Lebenstraum, täglich von 9 bis 18 Uhr irgendwelchen Wohlstandswitwen geklaute Unterwäsche abzujagen oder meinen Mut an Kinder zu beweisen. Aber ich habe es mir noch nie so einfach gemacht wie Sie. Werden Sie jetzt ja nicht unverschämt. Dann denken Sie doch mal nach. Warum Ihr Sohn stiehlt? Das geht Sie überhaupt nichts an. Jetzt geht es mich sehr wohl etwas an. So? Wollen Sie etwa die Verantwortung dafür übernehmen, wenn meinem Sohn etwas zustößt? Aber was soll ihm da zustoßen? Mein Sohn ist seit gestern Abend spurlos verschwunden.
Sollte ihm etwas passiert sein, dann werden Sie den Rest Ihres Lebens nicht mehr froh, das schwöre ich Ihnen. Und jetzt ersuche ich Sie, das Haus zu verlassen. Frau Brettschneider, Diktat! Nanu, haben Sie jetzt Ihr Geschäft in den Park verlegt, Herr Hauptkommissar? Ade, Hauptkommissar Ade, lass doch endlich deine dämliche Formulierung. Was machst du denn hier, Otto? Also mit allem Respekt gesagt, Herr Hauptkommissar, das ist eine saudämliche Frage. Ja. Gestattest, dass ich mich platziere, ist doch noch frei, nicht? Das ist die nächste saudämliche Frage. Schmeckt? Man zwingt so in sich rein. Kann ich ihm auch was anbieten? Vielleicht ein bisschen Wurst mit Brot und so? Nee, danke. Ich habe heute keinen Appetit. Nanu. Ist Ihnen die Geschichte etwa auf den Magen geschlagen? Was für eine Geschichte? Na, die mit dem Jungen. Pfeift doch schon jede Zeitung vom Kiosk. Ja, danke, habe ich schon gelesen. Dürfen Sie trotzdem behalten. Oh. Übrigens, der gurkt hier mit dem Fahrrad rum. Wer gurkt hier wo rum? Na, der Junge von Ihrem Chef. Bist du da ganz sicher? Wenn ich Ihnen das sage, hab ich schon zweimal gesehen. Und wo? Da drüben, wo das Gartenamt seine Baubuden hat. Durchstattet? Ey, Moment mal, das ist mein Fahrrad, ja? Das brauche ich. Aber nicht so dringend weg. Was sagt man denn dazu? Jetzt fängt die Polizei auch schon an zu klauen. Mr. Unbekannt. Da Oliver, Abba, du bist doch nicht gleich wieder Türm. Bin ich jetzt verhaftet? Ja, wegen Schuleschwänzen kommst du ja nicht gleich ins Gefängnis, ne? Das ist ja also dein Unterschlupf, ja? Das war nicht fair gestern. Ja, ja, ich weiß. Ich hab mir die Polizei nicht gerufen. Sie wissen bestimmt schon, wer ich bin, oder? Ja, natürlich. Seit heute Morgen bist du ja eine richtige Berühmtheit. Guck mal. Ich schätze, da werden Sie eine Menge Ärger kriegen mit meinen alten Herren. Schon passiert. Und jetzt? Tja, und jetzt? Was schlägst du denn vor? Seien Sie mal ein richtiger Kumpelmensch. Lassen Sie uns zusammen abhauen. Und du bist doch schon abgehauen. Ja, ich meine richtig. Für eine Weile. Untertauchen. Mobil sind Sie ja mit der Schrottkarre da. Woher haben Sie überhaupt die umgebaute Postkutsche? Oh, geklaut. Ehrlich? Ehrlich geklaut. Komm, wir suchen das weiter. Wo hast du heute Nacht geschlafen? In einer von den Baubuden da. Hast du gefroren? Nee. Ja? Ja, ein bisschen. Willst du vielleicht nicht doch lieber nach Hause, was? Den Kopf kann das ja nicht kosten. Ich will nicht mehr nach Hause. Oliver! Nee, das ist doch gar kein richtiges Zuhause bei meinen überbeschäftigten Eltern. Na schön. Immer auf Trebe. Was? Wohin? Weiß ich noch nicht.
Komm. Nein! Wenn das nicht René Kowalczyk ist, dann fress ich meine alte Dienstmarke. Hey! Hallo! René! Hallo? René? Hey! René Kowalczyk! Das gibt es doch nicht! Carla! Schnell, komm her! Was schreist du denn so? Guck doch mal! Ach, der Herr Kommissar! Hauptkommissar, Mama! Ade, das war mal nicht. Außerdem duzen wir uns doch weg mit den Irre. Wollt ihr nicht an Bord kommen? Ja, wollen wir? Na klar. Na gut, wir entern. Das ist übrigens Oliver. Das sind meine guten alten Bekannten Carla und René Kowalczyk. Das ist unser Uwe. Hallo? Mensch, Uwe, was bist du groß geworden? Naja, man wächst so ran, ne? Ist das nicht ein prima Junge? Ja. Kommt ganz nah mir. Wollt ihr nicht ein Stück mitfahren? Ja, klar. Wollen wir? Klar. Alles klar, mach mal vorne los, komm. Moment mal. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das kann ich dir sagen, bei der Taufe unseres Jungen. René Kowalczyk, ein solider Familienvater. Darüber hätte sich vor 15 Jahren die gesamte Unterwelt halb schief gelacht. Seit ich Carla den Jungen und den Kahn hier habe, hat sich mein Leben total verändert. Die wilden Zeiten sind vorbei, Kommissar. Ja. Ich bin jetzt die Solidität in Person. Oh. Du machst es gut. Du kannst das ganze Jahr rumschippern. Nur in den Ferien. Ansonsten bin ich im Internat. Da bist du besser dran. Du kannst die ganze Zeit zu Hause sein. In Freiheit. Bei deinen Eltern. Die haben bloß nie Zeit für mich. Weißt du? Aber das ist doch nicht dein Vater, oder? Nee. Leider. Ist das dein Junge? Nö. Ein Verwandter? Nö, auch nicht. Das ist eine ganz dumme Geschichte. Naja, muss ja nicht drüber reden. Bist du zufrieden mit deinem Leben, Carla? Ach ja, Reinhold. Wir sind gesund, meine beiden Männer sind lieb zu mir. Natürlich, weil sie mich brauchen. Ja. Besonders René. Er ist ja wohl weggekommen vom Alkohol, aber die Entziehungserscheinung, das ist manchmal ganz schön happig. Da ist er dann ungehaltener und poltriger als früher. Naja. Damit will ich dich nicht belasten. Ich geh mal in eine Kombüse und mach uns was Herzhaftes. Ja. Uwe, sitz da vorne nicht so faul rum. Bring endlich die Ölkanister nach Achtern. Aber Dalli! Ja? Gleich.
Mensch, jetzt setz dich doch. Du machst mich noch ganz nervös. Jetzt sind es schon fast 24 Stunden. Wo könnte er denn noch sein? Denk mal nach. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Ach, Oliver, ist schon nichts passiert. Du wirst sehen, die finden ihn ganz schnell. Ich frage mich, ob wir irgendwas versäumt haben bei Olivers Erziehung. Ob wir Fehler gemacht haben. Wenn es zum Beispiel ein Fehler ist, Geld zu verdienen, damit die Kinder einen leichteren Start ins Leben haben als unser eins. Ja, dann... Vielleicht wäre Oliver glücklicher, wenn du keine Karriere gemacht hättest. Überschrift, arm, aber glücklich. Hm? Man muss nicht arm sein, um sich freie Zeit für seine Familie zu schaffen. Hm? Oliver würde so gerne mit dir ins Kino gehen, oder? Auf dem Fußballplatz. Wir haben seit 5 Jahren keinen gemeinsamen Urlaub mehr gemacht. Der Junge sehnt sich so sehr nach einem Familienleben. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich auch. Hat's geschmeckt? Du einmalig. War ja bloß ein Eintopf. Na ja, eben, das ist er doch gerade. Kriegt man doch nicht jeden Tag, oder? Was, Oliver? Ja. Echt? Doch richtig romantisch. Ja, ja. Oh. Uwe, warum machst du nicht das zu Ende, was ich dir gesagt habe? Hab ich doch. Bloß ein Kanister fiel mir gleich am Anfang runter und habe ich mir die ganze Jeans mit Öl versaut. Ja, da ziehst du dir eine andere an. Kost mir ja keine neue. Wie es mir versprochen hast. Weil wir kein Geld haben, um neue Klamotten zu kaufen. Himmel, herrjott doch mal! Rinde, ich bitte dich! Du fang du nicht auch noch an. Da rackert man sich ab Tag und Nacht und übrig bleibt man gerade so viel, dass man äußerst bescheiden davon leben kann. Entschuldige, Reinhold. Gib dem Jungen noch eine Cola rüber. Oder willst du was anderes? Nee. Ich hab genug. Ich will lieber... Ja. Ist gut, Oliver. Wir haben nämlich noch einen langen Weg nach Hause, was? Ja, also dann danke für eure Gastfreundschaft, ja? Und wie man so schön sagt, bis demnächst, mein Alter, was? Ich hoffe, es dauert nicht wieder 15 Jahre, du. Gut, tschüss. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Tschüss. In 10 Tagen sind wir wieder an der Schleuse. Ja. Uwe ist auch da, wenn du kommen willst. Carla, ach Mensch, mit dir haben deine beiden Männer das große Los gezogen. Tschüsschen. Tschüss. Kommst du uns besuchen? Mal sehen, wenn ich mit einem klarkomme. Okay. Tschüss. Ciao. Herr Kaltenbach. Ja? Kann ich mich drauf verlassen? Worauf? Dass Sie ein gutes Wort für mich bei meinen Eltern einlegen. Oh. So. Bis ich dich rufe. Guten Abend. Also das ist ein starkes Stück. Sie trauen sich noch hierher. Ich weiß, wo sich Ihr Sohn aufhält. Sie wissen... Wo ist er? Darf ich reinkommen? Ja, selbstverständlich. Wo ist der Junge? Es ist ihm doch nicht zugestoßen. Nein, es geht ihm gut. Kannst kommen. Mein Gott, Oliver, ich bin ja so froh.
Herr Kaltenbach, wissen Sie, wie man das nennt, was Sie da veranstaltet haben? Das werden Sie in keinem Gesetzbuch finden. In Ordnung. Du auch, Oliver? Ja, Papa. Schön, dass du wieder da bist. Tschüss. Ach, Herr Kaltenbach. Ja, bleiben Sie doch, Herr Kaltenbach. Nein, danke. Ich möchte auch lieber nach Hause. Können wir denn gar nichts für Sie tun? Sie könnten mir ein Taxi bestellen. Ja, was mit dem Fahrrad? Gehört das nicht Ihnen? Das hat er geklaut. Wie bitte? Wer ist schon frei von Schulden? Auf Wiedersehen, Herr Kaltenbach. Bestimmt. Mach's gut, Kumpel. Der Draht muss mein Freund Otto zurückkriegen. Ich hole ihn morgen Vormittag ab, wenn es Ihnen recht ist. Das wird leider nicht möglich sein, Herr Kaltenbach. Um diese Zeit brauche ich Sie doch bei mir in der Firma. Danke. Danke auch. So, hier, bitte, stimmt so, ja? Dankeschön. Bitte. Du? Was machst du denn hier? Na, so kannst du bloß fragen. Mensch, das Kind, wo warst du denn? Auf dem Kahn. Wo? Auf ein Lastkahn. Hab eine Fahrt gemacht. Na so, was? Ich sterb hier fast vor Säulen und Monsieur macht eine Kahnpartie. Ja, das hat er eben so ergeben. Außerdem, was soll denn das? Wir sind weder verlobt noch verheiratet. Also. Mensch, nach der Kündigung heute Morgen, kein Mensch wusste, wo du abgeblieben bist. Ja, jetzt bin ich ja wieder da. Mein Gott, du bist vielleicht ein Gemütsmensch. Könntest mir wenigstens eine Tasse Kaffee anbieten. Kaffee? Jetzt mitten in der Nacht? Ja. Oder zeig mir deine Telefonkartensammlung, verdammt nochmal. So etwas besitze ich nicht. Na, irgendwas wirst du mir ja zeigen können. Hm. Du lässt aber auch nicht locker, wa? Mm-mm. Bitte. Übrigens, der Sohn von meinem Chef, der ist seit einer halben Stunde wieder zu Hause. Woher weißt du das? Ja, weil ich ihn selber dort abgeliefert habe. Und das sahst du so einfach? So einfach war das ja nicht. Also, wenn du mich fragst, dem Jungen fehlen ein paar entscheidende Dinge. Auch ein bisschen mehr Liebe. Der fühlte sich alleine gelassen. Deswegen hat er sich auch dieser Clique angeschlossen. Na, und letztlich auch geklaut. Sag mal, siehst du denn nicht alles ein bisschen einfach? Wen hab ich denn? Ich bin doch auch ganz alleine, ganz ohne Familie. Und klau auch nicht gleich. Und der Junge ist doch ein Kind. Der braucht Streicheleinheiten. Und ich? Was? Was brauche ich? Na, mich? Und jede Menge Streicheleinheiten. Und dann fangen wir gleich damit an.